Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch mal über Kryptoinvestments reden und wie ich hier nochmal vielleicht ein bisschen mehr Rendite aus Kryptoinvestments rausholen kann. Oder wie ihr das auch könnt. Ich habe damit mal ein paar Leuten im Discord drüber gequatscht. Die hatten sich ja, glaube ich, auch schon angemeldet. Jetzt kommt erst das Video hierzu. Ja, es geht hier um Nexo. Nexo ist eine Plattform, letztendlich wie eine Bank. Kann man so ein bisschen sehen, beziehungsweise ein Vermittler. Hier kannst du Bitcoin, Ethereum und noch ein paar andere Coins hinlegen und letztendlich bis zu 17% Rendite bekommen. Zum einen, warum Nexo? Was ist Nexo überhaupt? Wieso sollte ich hier mein Geld hingeben? Weil letztendlich kommen da ja auch teilweise relativ große Summen hin. Nexo ist ein sehr großes Unternehmen. Es wird von sehr, sehr vielen ja, Unternehmen gedeckelt. Das können wir uns ja mal ganz kurz angucken unter Security. Das Ganze ist hier wirklich mit 375 Millionen müssten sein Dollar gedeckelt. Wir sehen hier zum Beispiel große Firmen wie Ledger, BitGo dabei. Das heißt wirklich große Sachen, die deine Assets hier garantiert absichern. Letztendlich ist es nichts garantiert im Leben, das muss man einfach nur mal dazu sagen. Dennoch ist Nexo hier auf einem sehr, sehr guten Level. Ja, ich denke mal, man kennt auch Nexo irgendwoher, wenn man sich ein bisschen in dem Space hier auskennt. Wir sehen auch hier, das Ganze ist lizenziert und reguliert von der EU, was auch wirklich sehr, sehr wichtig und gut ist. Genau, zudem hat Nexo viele coole Funktionen, die man einfach mal ja, ein bisschen sich angucken sollte. Wir sehen hier zum Beispiel, man kann sich hier auch Krypto ausleihen. Jetzt nicht zum 0% Satz, sondern zum höheren. Da gehe ich jetzt gleich aber nochmal drauf ein. Das Ganze wäre ja aber möglich. Zudem könnte man sich hier auch die Karte bestellen. Das ist eine Kreditkarte, über die man dann sofort auch bezahlen kann, ganz normal im Laden. Ja. Ist alles möglich, dennoch würde ich die Karte hier, denke ich mal, nicht nehmen. Da würde ich eher bei Crow vorbeischauen. Gibt es auch ein Video zu auf meinem Kanal. Da würde ich dann eher die Karte holen, weil die nochmal höhere Cashbacks verspricht. Je nachdem natürlich auch, was für eine Karte man nimmt. Trotzdem würde ich da bei Crow vorbeischauen. Jetzt sind wir aber erstmal bei Nexo. Warum jetzt Nexo? Du hast bei Nexo einfach relativ hohe Renditen. Und die Sicherheit ist, denke ich mal, hier gegeben in meinen Augen. Natürlich ist das Ganze hier kein irgendwie Advice, dass ihr jetzt hier investieren sollt. Ne? Das ist meine Meinung hier zu dem Ganzen. Ihr seid für eure Sachen selber verantwortlich. Das möchte ich ganz kurz als Disclaimer nochmal ganz kurz sagen. Ja, wir sehen hier, ich habe Ethereum eingezahlt. 1200 Dollar sind es knapp oder 1300 Dollar sind es fast. Sind umgerechnet fast oder knapp 1000, 1100 Euro so um den Dreh. Die werden jetzt hier mit bis zu 8% Zinsen im Jahr berechnet. Wie kommt das Ganze zustande? Jetzt gerade bekomme ich 4% Zinsen. Ich habe das gerade eben erst aufgeladen. Und wenn ich jetzt hier im Loyalty Level aufsteigen würde, das können wir uns ja mal angucken, dann bekommen wir natürlich hier auch höhere Zinssätze, mit denen wir hier das Ganze verzinst bekommen. Das hat einmal bekommen wir das Ganze hier verzinst. Wir müssten jetzt hier 26 Nexo kaufen. Es muss immer, ich meine, 10% müssen das Ganze sein, genau, um hier sozusagen in das Gold reinzukommen. Ja, oder hier sehen wir müssten jetzt hier 53 Nexo-Token kaufen, um hier in Platin reinzukommen. Dann haben wir hier nur noch einen Zinssatz, wenn wir hier wirklich was leihen wollen, von 6,9%. Zudem bekommen wir hier von den nee, 50 oder 0,5% von unserem Trading-Volumen wieder zurückbezahlt. Und bei den Earn-Benefits, darauf kommt es, denke ich mal, an, würden wir jetzt hier auf Spareinlagen 5% Rendite bekommen. Und wenn wir das Ganze hier in Stablecoins hätten, dann wären es 10%. Da wir das Ganze hier aber wirklich in Spareinlagen haben, sind es hier 5%. Wenn wir das Ganze hier dann in Nexo Tokens uns auszahlen lassen wollen oder würden, wären es 7%, was super in Ordnung ist.
Ja, wie gesagt, ihr seht hier schon, bei Stablecoins wären es 10%. Man kann hier auch Fiat-Währungen einzahlen, das heißt ganz normal Euro oder so, da würdest du 6% drauf bekommen, plus die 2%, wenn man das Ganze in Nexo sich auszahlen lässt. Heißt auch nochmal sehr interessant. Dennoch werde ich, denke ich mal, hier Nexo, mir hier Nexo Platin holen. Warum das Ganze? Jetzt kommen wir nämlich hier nochmal zum nächsten Punkt, zu den Borrow Benefits. Das heißt wirklich, wir haben hier einen Zinssatz, den wir, wenn wir uns hier was ausleihen, haben. Der wäre jetzt hier in dem Falle 6,9%. Dafür könnten wir dann jetzt hier $639 ausleihen, die wir dann zum Beispiel wieder reinvestieren könnten zu einem höheren Zinssatz woanders. Das Ganze hat natürlich ein bisschen Risiko. Das Ganze werde ich jetzt auch noch nicht sofort machen. Ich werde mich natürlich damit erstmal auseinandersetzen. Erstmal werde ich dann jetzt hier Nexo kaufen, um sozusagen hier höhere Renditen von dem Ethereum mitzunehmen. Das Ethereum hatte ich sonst bei MetaMask ganz normal gelagert. Das Ganze habe ich jetzt hier drauf einfach getan, um einfach eine höhere Rendite dann dazu zu bekommen. Wir sehen jetzt hier nochmal, ich muss nochmal ganz kurz gucken, es müssten 7% sein. Auf unsere knapp 1100 Euro, sage ich jetzt mal, können wir sonst nochmal ganz kurz ausrechnen. 1100 Euro plus 7% wären das jetzt 77 Euro, die wir hier im Jahr extra machen würden. Dafür, dass das Geld hier nur liegt, finde ich das in Ordnung. Ich könnte das hier auch sofort verkaufen. Das heißt, ja, es ist eigentlich alles soweit in Ordnung, denke ich mal. Genau, als nächstes würden dann jetzt hier die Nexo-Tokens gekauft. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel die kosten hier. Nexo-Token, wir brauchen... Ach, kann jetzt hier gar nicht machen, ne? Schade, okay. Ich werde es mir mal angucken, ist auch egal. Aber, ich denke mal, das werde ich dann auch noch machen, um dann hier einfach die besseren auch Zinsen zu bekommen. Wieso lege ich das Ganze nicht fest an? Ich könnte das Ganze hier auch fest anlegen, zum Beispiel die Nexo-Tokens, die ich mir dann hier kaufen muss, zum Beispiel um hier bei Ethereum bessere Renditen zu haben. Das werde ich dann natürlich hier staken. Da bekomme ich dann nämlich 12%, wenn ich das Ganze hier einfach fest anlege, was dann natürlich ganz in Ordnung ist, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wieso kommen wir hier auf die 8%. Wir werden hier 8% angezeigt, hier werden wir aber 7 angezeigt. Ja, wenn ich wahrscheinlich, genau, wenn ich bekomme dann 1% mehr, wenn ich das Ganze fest anlege. Allerdings kann ich dann hier nicht mehr mir diesen Kredit nehmen. Dieser Kredit wird übrigens abgesichert mit den Einlagen, die du hier hast. Wie ich schon sagte, jetzt gerade wenn du das zum Beispiel dann jetzt fest anlegst, dann wäre das Geld sozusagen einmal in der festen Anlage drin und man könnte jetzt hiermit nichts mehr machen. Ich muss dann mal wirklich gucken, ob ich das Ganze hier dann wirklich umsetze, dann hier einmal sozusagen das Geld nehme, woanders hin tue, da eine höhere Rendite erziele hoffentlich und das Ganze dann hier zurücküberweise. Ob ich das mache, werde ich mir wie gesagt nochmal angucken. Man muss das Ganze einfach nur mal ausrechnen. Da gibt es sehr interessante Taktiken für. Und dennoch trotzdem wirklich super interessant, warum ich auch letztendlich hier dann sozusagen mir das Loyalty Level immer hochhalte auf Platin, ist einfach aus dem Grund, da man hier so auch so Stablecoins wie wirklich USD-Coin staken kann. Dennoch würde man hier dann natürlich nochmal coole Renditen erzielen, wenn man hier zum Beispiel nur Euro, Leute, ganz normal Euro hier euch hinlegt, dann bekommt ihr hier 12% drauf, was meiner Meinung nach wirklich krass und verdammt gut ist. Deswegen ist es keine Empfehlung oder irgendwas, das sind hier nur meine Meinungen, die ich euch hierzu sagen kann. Es gibt auch einen Affiliate-Link, den kann ich uns jetzt einmal hier ganz kurz angucken. Wer hier 100 Euro einzahlt, der bekommt 25 Euro Bitcoin und genau, ich denke mal, ihr werdet das Ganze auch bekommen. Das heißt, wenn ihr euch über den Link anmeldet, würde ich mich natürlich da sehr drüber freuen. Wenn nicht, dann nicht, ist auch alles gut. Link ist in der Beschreibung, genau. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dass dir gefallen hat. Leute, es kommt ganz, ganz wichtig, wollte ich mal ganz kurz zum Schluss sagen, in 2 Tagen ein Video wahrscheinlich online über eine App, die wirklich sehr, sehr viel Geld nochmal einbringen kann. Deswegen würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr da auch nochmal einschaltet.
merkt euch das. In 2 Tagen wird wirklich ein cooles Video. Genau. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss.